So, ich Du verabscheust dich? Ja. Nein. Das andere, genau. Gut, dann Guti. Ich mach nur noch fertig. Ich habe mir extra so einen Link Information geholt. Link Information? Nein. Egal. Link. Was? Winken. Achso, Winken-Animation. Achso. Ja, hier, wo bist du? Ich sitze gerade noch am Schiff. Ich bin da. Ich bin hinter dir. Brech dir nicht die Beine. Danke. Das ist alles viel heftiger. Wenn du Z drückst, hast du ein. Okay. Genau. Oh, hier. Okay, ah, Zen. Warte. Ich hab bestimmt auch noch was. Warte. Fett? Ich muss mal gucken. Warte, Kerze? Okay. Ah, hier. Oh, ohne dir ist mir so kalt. Ah, wo bist du denn? Ah, mir ist kalt. Okay, geht. Was? Was macht denn der da? Ich weiß nicht, ob du mich siehst, aber ich fliege hier unkontrolliert durch die Gegend. Wenn du Z drückst, kannst du das auch nochmal machen. Also Z ist quasi deine Trägheitsdämpfer. Ah. So. Also kannst du das gut einrichten dann. Ja, alles gut. Aua! Hab mir fast die Beine gebrochen. Apropos, wo wir gerade dabei sind, Beine gebrochen. Wir brauchen Effektivitätsmodule. Also, ich bin jetzt in der Kryokammer. Kryokammer und genau, dann bist du demnächst wieder dabei und der Nico ist dann auch hoffentlich dann auch komplett wieder dabei. Und dann werden wir uns nochmal der großen weiten Welt zuwenden. Und hoffentlich kriegen wir dann auch nochmal die Möglichkeit, im Weltraum zu fliegen und dann richtig schön Schotter zu machen. Und wir werden die Basis aufhübschen müssen. Das ist auch noch so eine Sache, so ein Todo. So ein Todo und Harry. Produziert hier auch gut was. So muss das. So. Der ist schon pennen. Der ist weg. Das haben wir abgehauen. Glaubt man ja gar nicht. Einfach abgehauen. Als ich tausendmal verabschiedet habe, abgehauen. Einfach abgehauen. Das mache ich nie mit sowas. Ja, wir machen hier nochmal ein bisschen ein, zwei Sachen. Ich will noch gerne mir extra ein Makro eingestellt, dass ich das nicht eine Million Mal klicken muss. Also da finde ich das ein bisschen krass, also für Barren, ne, wenn man die herstellt. Schon ein bisschen anstrengend. Also wenn man nur Barren herstellt hier. Das ist schon, ja, so ein Fall für sich. Boah, das dauert ja ewig. Aber ich hoffe, euch hat diese kleine Weltreise, diese kleine Reise auch in den Himmel auch nochmal sehr gefallen. Ich muss auch ehrlich zugeben, das ist... Wo ist das Gestein hin? Hä? Ja, das Gestein nicht mehr, okay. Ich hoffe, euch hat das auch so ein bisschen gefallen, weil... Ja, wir haben jetzt genügend Uran und alles und jetzt können wir auch langsam anfangen, wirklich ein schönes Schiff zu bauen und so, also... Ja, ich muss da so ein bisschen umkonzeptionieren sicherlich, ne, also dann lieber 3-4 Reaktoren reinballern und wenn Reaktoren halt Strom erzeugen, was viel besser geht, wie ihr gemerkt habt, auch im Rückflug nochmal. Und ja, dass man halt auch hier nochmal, ja, schönere Möglichkeiten bekommt. Wir haben jetzt auch genug Platin,
Wir haben genug Gold, wir haben nicht genug Silber. Das ist vielleicht noch etwas, aber Silber findet man auch hier schlimmstenfalls. Also da können wir auch wieder mit dem Bohrer, schwingen. Und ja, also diese Idee übrigens mit diesem Kolben, wo man diese Fahrwerke ausfährt. Boah, da habe ich schon so Bock drauf, Alter. Das ist das nächste, was passieren wird, glaube ich. Wir werden auch versuchen, hier ein wirklich schönes Ding hinzubasteln. Das vielleicht auch genügend Power hat, um alle in die Luft zu kriegen. Also alle drei. Ich überlege halt schon so ein bisschen, ob man vielleicht nicht so ein ganz großes Schiff schon macht. Ein bisschen mit so einem... quasi mit solchen Blöcken, mit solchen großen Blöcken. Dann kann man halt nochmal neue Thruster reinbauen und so. Ich weiß halt nicht, ob es reichen würde. Also meine große Frage, das müssen wir halt überlegen. Überlegen. Aber möglich wär's. Möglich wär's. Möglich, wir müssen einfach nur ein bisschen größer denken. Übrigens, ich mache jetzt wahrscheinlich einen kleinen Fehler. Aber den mache ich auch absichtlich. Ich baue die Dinger ab, obwohl was drin ist. Dann nimmt das Gerät das auf. Solange es mich nicht tötet. So, die Batterien hauen wir raus. Kann ich das Ding einfach nicht... Oh, hier sind die... Hier sind unsere Kumpels schon. Das kommt auch raus. Die kommen raus. Wo ist denn... Achso. Hier oben ist... Abfahrt. Warum weldet der gerade hier? Verstehe ich nicht, egal. Okay. Ah, das wird ewig dauern, das Ding auseinander zu sägen, glaube ich. Ich habe halt extra dick gebaut zum Teil. Und ja, ich habe auch viele, viele Ressourcen gerade schon beisammen. Alter Vater. Die Motoren kommen endlich raus, meine Güte. Alles auf Anfang quasi. Wenn wir genügend Uran haben, weil jetzt im Moment die Basis hier braucht, so gesehen, kein Uran. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Wenn sie das brauchen würde, würde ich das natürlich auch einrichten. Aber grundsätzlich braucht sie das ja erstmal nicht. Und dann könnten wir nämlich gucken, dass wir dann beim nächsten Schritt... Oh, Moment. Ich kann mir das bessere Werkzeug gerade bauen. Warte mal. Dann geht das alles hier ratzfatz. Dann können wir auch echt gucken, dass wir hier uns alles herstellen, was wir benötigen, um einen wunderschönen... Oder wir nehmen einfach so einen 100er Reaktor oder so. Ist ja auch egal. Die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt für uns gerade. Wie viel haben wir denn jetzt gerade überhaupt? Warte mal. Rüber. Ich pack das alles mal hier rein, weil wir das... Wir können ja dann am Ende wieder alles mitnehmen. Kleiner Reaktor, echt kleiner Reaktor gewesen hier. Hör mal. Small Cargo Container hat hier schon ein bisschen dagelassen wieder. Was ist denn hier los? Das kann hier rüber. Das werden wir höchstens nur noch mal am Anfang benötigen, wenn wir wieder in die Luft starten. Das kann auch hier rüber. Müssen die mal alle zerlegen lassen. Das ist ja No-Go fast schon wieder. Ja, Mann, wir haben 53 Platin. Damit können wir super viel anfangen schon. Und wenn das Eisen erst durch ist, dann ist eh zappeduscht da. Also. Genau. Hier ist das Build and Repair System. Das hat auch noch ein bisschen Zeug. Das wollte ich eigentlich herstellen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das legen wir gleich um. Wir machen diese super Thruster-Dinger da. Also das wird auch noch mal was verändern. Hier ist ein Connector? Wie kann der Connector so viele Sachen haben? Ach, klar, wir haben es ja reingelegt. Anfänger, Alter. So, hier rüber. Wir machen das so. Stopp. So. Oh, meine Energie ist low. Das ist natürlich nicht so geil. So.
Achso, ja, wir haben das hier noch. Wir könnten auch mal gucken, wie viel Ressourcen wir grundsätzlich überhaupt von allem haben. Ja, sowas wie hier zum Beispiel. Zack. Wir haben hier Kobalt, was wir sonst nicht haben. Und das können wir hier rübernehmen. Und das können wir hier rübernehmen. Nickel ersetzen. Schotter. Das hier. Und dann haben wir hier noch Money. Eis haben wir genug. Schotter haben wir viel. Mann, hast du viel Schotter, hör mal. So. Ich sehe schon, Magnesium wird eines der Sachen sein, die wir benötigen werden. Wow. Gar nicht. Lüge. Oh, Goldbarren. Es werden Dinge fehlen. Also im Vergleich zu dem, was wir davor hatten, AG hier. Viel zu wenig. Das wird ein bisschen schwer werden jetzt die nächsten Male. Huch. Haben wir irgendwo etwas in der Queue? Abfahrt. Weg damit. Weg damit. Brauchen wir alles nicht. Die haben das ganze AG halt mitunter aufgebraucht jetzt. Kacke. Wir haben halt kein Silber mehr. Das ist das Einzige, was uns extrem fehlt. Eigentlich hätte ich warten sollen und dann irgendwann mal, ne, nochmal eine Runde fliegen sollen. Um dann das ganze Zeug zusammen zu kratzen, aber... Scheiße halt, ne? Also auf jeden Fall, hier haben wir schon gut was zusammen. Der wird auch jetzt lange brauchen, also ich lasse den jetzt halt auch wirklich ewig lange die Ressourcen herstellen. Damit wir halt, wenn wir dann beim nächsten Mal wieder einloggen, dass wir dann halt auch sehen, dass die Sachen hier alle da sind und so. Okay. Ah, gut, wir haben noch ein bisschen Zeug, aber es wird auf Dauer mit dem Silber sehr, sehr schwierig werden. Ja, das war, come on, Toshi, das war der Stefan, der da unten lag. Genau. Wir können jetzt die Charakter-Werkzeuge hier umbauen. Ja, guck mal, so muss das gehen. Abfahrt. Einmal die Säge schwingen. Einmal die pure Gewalt. Also, ihr dürft halt auch nicht vergessen, wenn ich einmal Space Engineers anfange, es ist gerade sehr laut, ich weiß. Wenn ich einmal Space Engineers anfange, dann höre ich so schnell auch nicht auf, ne? Also, wenn es ein Problem gibt, dann das. So. Warte mal, was passiert, so ganz doof, wenn wir Folgendes machen? Wir hacken... Ah. Der sägt das langsam ab, sehr gut. Okay, perfekt. Das war mein Ziel, weil das nämlich... Mann, das alle? Ich hoffe es. Ja, die machen das alle. Sehr gut, dann bauen die das jetzt auseinander. Ich guck mal, ob ich irgendwo ums Verrecken Silber finde hier im Eis. Also jetzt nicht im Sinne von in so einem Loch hier. Alter, hier ist alles abgestürzt. Sondern richtig schön tief in der Erde. Eis, Eisen. Das sind alles abgestürzte Dinge wieder. Da ist Silber. Was ist da? Auch wieder Absturzding. Nehmen wir mal ein bisschen was mit, dann haben wir schon mal was. Das ist halt nicht das. Wir fliegen mal hoch, wir sehen dann diese markierten Felder. Alter, ich ist überall mal was runtergekommen, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja abnormal, hör mal. Könnte hier was sein?
Was war das? Da, Silber, 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 Silber. Silber und Gold nebeneinander? Ich glaube, das sind Asteroiden. Ehemalige, oder? Nur Lüge, geil. Jawoll, wir holen uns gleich mal das Zeug und bauen uns mal richtig runter. GPS. Neue Position, Silber. Hier, das Ding brauchen wir so nicht. Ja. So. Also, Silber ist da. Ich hol nur Ressourcen und dann bauen wir uns so tief runter, da werdet ihr mir den Ohren schlagen, glaubt mir. Das wird ein Ding. Aber Moment, ist dieses effektiv? Ich muss nochmal kurz gucken. Ja, Produktionsertrag, alles klar. Haben wir gerade Sorgen gemacht. Ja, ja, die bauen den langsam aber sicher ab, sehr gut. Habe ich gerade gefragt. Wir holen Ressourcen zum Abbauen. Ah, wir haben Uran und AG gefunden. Das ist doch etwas, womit wir was anfangen können. So, Uran haben wir eh genug, ne? Wir gucken mal kurz in die Refinery. Der soll einfach in Ruhe durchlaufen. Ich habe jetzt keine Lust, noch eine zweite oder dritte Refinery zu bauen, weil er hat danach später Zeit ohne Ende. So, so. Ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Irgendwie so viele davon, das weiß ich noch. Das hier brauchen wir, das hier. Das brauchen wir alles nicht. Ne, das brauchen wir auch nicht. Lüge. Ich glaube, wir haben dann alles für einen gescheiten Abbau. Da müssen wir halt auch jetzt erstmal noch nicht so schnell wieder hochfliegen, sondern können in Ruhe ein schönes ja, Schiffchen bauen. Und dann gucken wir weiter. Ich hoffe, es kommen keine Abbaupiraten. Die gibt's ja. Die sind auch super nervig. Silber ist hier vorne eher, ne? So. Warte. So, hier müsste Silber sein. Dann bauen wir hier in die Höhe. So. Ah ne, Moment. Eins dahin. Und dann brauchen wir hier... Ich zeige euch mal, wie ich das, wie ich diese andere Abbaumethode genutzt habe. War auch sehr interessant. Finde ich. Die wird euch erfroren, Anführungsstrichen, hoffe ich. So. Eigentlich muss ich nicht unten bauen, ich kann einfach hier verlängern. Wenn ich so drüber nachdenke. Spielt ja keine Rolle. So, der kann schon mal Strom erzeugen, der kann schon mal Strom erzeugen. Der kann schon mal Strom erzeugen. Drei Stück haben wir. Wir bauen von hier aus jetzt Folgendes. Wir brauchen Container. Grundsätzlich, wir nehmen einen mittleren. Wir brauchen neben dem Container einen Pisten. Wir nehmen nämlich den hier, den kann man justieren. Wir machen einen kleineren unten, einen größeren oben. Dann haben wir nämlich zwei Pistons. Und wir brauchen Bohrer. Also zwei Pistons quasi. Einer, mit dem wir nach oben bauen können. Ach, und wir brauchen noch die Förderbänder. Ich würde mal Folgendes sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mal ganz kurz ums Eck. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Ja, meine Güte. Ich musste so dringend, Brudis. Und siehst du das? Jetzt geht's mir wieder besser. So. Wir bauen unseren Kollegen. Okay, das ist zu hoch. Ich weiß nicht. Wir müssen gucken. Wenn wir den ausfahren, ob der reicht. Weil, das ist immer so das Problem. Also diese Höhe hier ist natürlich recht gering. Warte mal. Wir machen den mal. Der kann schnell hoch. Mal schauen, wie viel der hat. Wenn da der ganz große Rand passt, ne, dann ist perfekt. Das ist so das Ziel von mir jetzt gerade. Okay. Das wird haarig. Das kann ich dir so nicht sagen.
So nett Sorge, so nett Sorge. Bäh. Jetzt wird's, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, Leute. Also, wir machen den längsten. Oh boy. So, ganz knapp hier, hör mal. Nee, das klappt so nicht. Müssen wir vielleicht den noch kleineren nehmen. So. Hallo. Okay. Jetzt klingt. Das ist ungefähr der gleiche wie da hinten. Nur der ist viel länger. Der hat eine viel höhere Reichweite. Gut. Und jetzt kommt das, wovor sich jeder fürchtet. Der Bohrer. Ich mach diesmal nicht zu viele. Wir wollen ja nur ein bisschen Silber in Anführungsstrichen abgraben. Sonst, also ich kann auch 20 hintereinander bauen. Dann graben wir aber auch ziemlich viel weg und ja. Ich finde, das macht die Landschaft so kaputt. Wir müssen auch ein bisschen hier Umweltschutz und so, ne? Müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen. Auch in dem Spiel. Nein, eigentlich nicht, aber ihr wisst hoffentlich, welchen Spirit ich hier meine. Man muss ja nicht immer mit der Umwelt umgehen und tiefe Löcher graben und ja, bis einer weint halt, ne? Okay, wir müssen eh zurück, das ist klar. Das machen wir schnell und holen uns ordentlich Zeug. Was wir auch noch machen müssen, das sind so ein paar Sachen, die ich gerne machen würde. Einerseits eben natürlich den Bohrer, der ist jetzt relativ klein, muss man zugeben. Ich würde gerne hier hinten reinbauen und gucken, dass man, ihr kennt ja dieses Loch noch hier, dass wir hier hinten tatsächlich, ich meine gut, dieses ganze Gestein brauchen wir eigentlich nicht, aber dass man hier hinten vielleicht die ganzen Montageanlagen und so reinlegt. Da müssten wir halt nochmal viel tiefer bauen, aber es wäre wirklich sehr cool, wenn das klappen würde. Aber es ist halt nicht so ganz einfach. Was hat denn der in der Zwischenzeit hier? Oh, guck mal, der hat hier schon ordentlich was gemacht. 223, das ist ziemlich viel Platin. Also damit können wir schon mal richtig was anfangen. Könntest du bitte... Wo sind denn unsere ganzen Sachen? Da. So, ich nehme ordentlich was mit. Jetzt haben wir Probleme schon. 2 Kilometer ist das Loch dann entfernt. Oh, das geht ja noch. Ich weiß nicht, ob wir das Gestein mitnehmen wollen, wenn ich ehrlich bin. Bin ich noch sehr unschlüssig. Aber ja. Ja, wir werden übrigens auch nochmal so ein richtig schönes Flugzeug bauen, wo wir richtig... Boah, ich bin tot. Wo wir auch nochmal richtig schön... jetzt hätte ich meine Energie aufladen können. Ich heile. Egal. Wo wir dann auch richtig schön die Meteoriten abbauen können, wie bekloppt. Ja, das ist so das nächste Ziel, denke ich. Ah, Moment. Wenn ich das ganze Zeit das Zeug hier anhabe, dann, ja. Also, die sind an. Als allererstes würde ich sagen, schieben wir den hier nach unten. Oh Gott, das geht ein bisschen... Okay, das war zu schnell. Ist okay. Alles gut. Ist nichts passiert. Bis auf, dass der Pisten vielleicht kaputt gegangen ist und hier noch was rumfliegt, aber ist alles gut. Das war ein bisschen zu schnell. Ich wollte es auch gar nicht so schnell machen, aber plötzlich... Ja, war der... Gut, warte mal. Das war jetzt natürlich wieder der Vorzeige-Hajo. Eigentlich mache ich das immer auf 0,3, 0,5 höchstens. Jetzt gerade wollte ich das eigentlich erstmal schnell runterlassen. Ich dachte, der wäre so hoch wie der letzte gewesen. Also... Nur so zum Vergleich, der letzte hier hinten, ich muss euch das Loch mal zeigen, der war, glaube ich, 20, 30, 40, 50 Meter sogar vielleicht in der Höhe. Also der war wirklich viel höher. Und deswegen dachte ich jetzt, ach komm, bevor wir wieder so lange warten, ich zeige euch mal ganz kurz das Loch da hinten. Und dann werdet ihr verstehen, von welchen Dimensionen ich hier spreche. Hier übrigens ist noch sogar der Container. Nur damit ihr versteht. Übrigens, so ganz kurz, alles Gold. Eine ganze Ader noch.
Man könnte locker noch weiter graben, aber ihr merkt, das ist ein paar Meter weiter unten, 100 Meter knapp. Und ihr könnt euch dementsprechend vorstellen, wie hoch der Bohrer war. Also deswegen nicht alles so easy. Und in meinem Kopf ging gerade noch der letzte Bohrvorgang durch und ja, deswegen gerade der Abriss. Nach Fest kommt ab, ihr wisst ja Bescheid. Wo sind die Bohrer? Okay. Gut, der ist hier aufgekommen, verstehe ich. Wo sind die? Hat unser Kumpel da hinten das abgebaut? Kommt er so weit? Nee, kann er nicht. Sag mal, bin ich blöde? Leute, der ist doch nicht viel weiter gefallen als irgendwo hierhin. Wie kann das sein, dass das jetzt plötzlich wieder weg ist? Na, ich frag nicht mehr. Na, ihr seht, hier unten. Kleines Löchlein. Alles gut. Das bedeutet jetzt aber auch, wir müssen gucken. Also, der kann ruhig hoch, so schnell wie es geht. Konnte das denn passieren? Ach, egal. Also nicht wie jetzt dieser Abriss geschah, das war für mich eigentlich jetzt gerade selbsterklärend. Aber wie hier, ja, wie das verschwinden konnte gerade. Also ihr seht, die Dinger, beim letzten Mal ist das Ding ja auch flöten gegangen, weil es zu schnell war. Man muss mega aufpassen, also man kann es eigentlich nicht schneller machen als das, als diese 0,7, glaube ich. So jetzt nach persönlichem Gefühl jetzt. Ich mache tatsächlich jetzt nur nicht so einen großen Bohrer mehr, weil mir auch die Materialien eigentlich gar nicht reißen. So. Aber das wird was. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Ich denke, wenn wir damit Silber abgrasen, dann ist das ja schon mal einfach. So. Ja, es reicht, Dicke. Sehr gut. Wir können ja danach noch immer erweitern, also ich mache mir da jetzt mal keinen Kopf. So. Jetzt langsam, bitte langsam. An die Dinger. Die Pisten runter. Auf. Machen wir das so. Der kann sich ja die Zeit nehmen. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Oh, ich glaube, wir haben einen zu kleinen gebaut. Nee, passt. Wir haben den richtigen gebaut. Okay. Strom haben wir, das haben wir, das haben wir. Perfekt. Der wird wahrscheinlich durchgehen, ne? Ich hoffe, wir kommen an das Silber. Das Silber ist 50 Meter tief. Ne? Das Silber ist mehr hier als da. Ne, das Silber ist schon hier. Das müsste klappen dann. So. Na komm, setz an. Es dauert. Gleich kommt der Erste. Sehr wackelige Konstruktion, das Ganze. Normaler Bohrsound, keine Sorge. Wir haben halt einfach schon viel zu viel Zeug. So. Grabrudi. Mehr, schneller, viel mehr. Und der hat dann ja nochmal eine doppelte Weite, glaube ich. Der ist jetzt angekommen.
So gut wie, wenn er aufhört, sich da zu bewegen, genau. Und jetzt schieben wir den anderen Pisten runter.